Gentlemen. Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße Sie auf dem Maritim Hotel in Bonn. Die ganze Woche hat Sat.1 ein Thema behandelt in Talkshows. Bei Margarete war es auch vor einigen Tagen so, dass wir etwas TV for Nature, Television für die Natur machen. Da haben wir einen Spezialisten heute hier. Es ist einer, der sehr bekannt ist, der auch beim Bundestag arbeitet bis an sein Lebensende. Er sitzt hier vorne. Bei uns sitzen Sie in der ersten Reihe. Wir freuen uns auf Professor war ja scheiße, ja. Ja. Aber er hat einen Doktor, aber er ist ein Adliger. Dr. Wolfgang von Geldern. Bitte kommen Sie mal rauf, ja. Haben wir uns heute Nachmittag gesagt, lassen wir doch mal dieses Thema auch in Jux und Dallerei einfließen. Sie sind nicht der Schutzpatron des Deutschen Waldes, seit Februar 91 Vorsitzender vom Bundestagsausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Können Sie mal erklären, was Sie da jeden Tag machen? Stehen Sie an jedem Reaktor? Nein, aber wenn irgendein Problem mit einem der deutschen Kernreaktoren ist, dann... Hattet ihr da schon echte Probleme? Ja, natürlich. Kümmern wir uns darum, aber nicht nur um die Deutschen, auch um andere. Denn wir sind ja, das wissen wir seit Tschernobyl hier in Europa, auch davon abhängig, dass die Reaktorsicherheit in anderen Ländern nicht gefährdet ist. Aber das ist nur ein Ausschnitt, ansonsten machen wir Umweltgesetzgebung und Naturschutz. Ja, was ist das so? Man darf kein Papier im Wald fallen lassen, nicht? Also man sollte sich im Wald so verhalten, wie man möchte, dass sich auch die anderen Leute verhalten. Können Sie sich daran erinnern, dass manche jungen Leute im Wald vielleicht ihr erstes Erlebnis haben? Dagegen ist eigentlich nichts einzuwenden. Und wenn Sie dann so ein Stück Gummi liegen lassen, ist das schon Umweltverschmutzung? Also ich würde sagen, man sollte im Wald gar nichts liegen lassen. Wie lange braucht so ein Kautschuk, um sich abzubauen, um wieder in die Bäume reinzugehen, wo es immer herkommt? Aus dem Kautschukbaum? Das ist dann kein Problem, wenn man sich nicht im Wald einlässt. Sie haben doch als 15-Jähriger auch mal im Wald, haben wir doch alle mal so im Park unseren, na, oder wo war das erste Mal? Darf ich mal fragen, wo Sie das erste Mal, Sie wissen schon. Ja. Erst die Antwort abwarten. Ich sagte ja schon, dagegen, dass sowas im Wald passiert, habe ich nicht. Nein, ich habe Sie was Konkretes. Sie antworten jetzt wie ein Politiker. Ich habe Sie was Konkretes gefragt. Ich will Sie wissen, wann, wieso und warum überhaupt. Ja? Ganz einfache Antwort. Sie sind verheiratet? So ist es. Aber davor gab es ja auch schon ein Leben. Sagen wir einfach mal, Sie sind verheiratet seit wie vielen Jahren? Seit fast 25 Jahren. Sie haben als 13-Jähriger angefangen. Danke. Sind jetzt 38. Danke für das Kompliment. 38 geboren. Nein, 44. 44 sind ja jünger als ich. Ja. Da kann ich ja Wolfgang sagen. Ja, klar. Ja. Hallo. Also Wolle, wann war es das erste Mal? 3 Jahre später als ich. Ich bin Jahrgang 41. Wann war es das erste Mal? Müssen nicht darauf antworten, Sie können diplomatisch antworten, wie alle. Was machen Sie jetzt eigentlich hier im Bundeshaus so? Ja, ich sagte ja, wir machen Umwelt- und Naturschutzgesetzgebung. Ja, fegen Sie auch Ihre eigene Bude aus? Ja? Offen gesagt, nein. Dafür gibt es ja Frauen. Ist so, ja. Ist gut, ne? Ja. Das lassen wir mal so im Raum stehen. Die Aktion in dieser Woche bei Sat.1 ist Energie, wir verheizen unsere Zukunft. Mal ganz kurz, stimmt es? Ja, das ist wahr. Also ich denke, dass zur Verbesserung der Umweltsituation und der Natursituation auch gehört, dass man Verzicht leistet und sich nicht alles das erlaubt, was man sich erlauben könnte. Darüber haben wir vorhin gesprochen, dass man mal einen Tag auslässt. Okay. Ach, jetzt gibt's was zu trinken. Kann ich vorstellen, Enno von Schwerin, unser Butler. Dankeschön. Das ist ein Hochwohlgeborener von Geldern. Höchstwahrscheinlich hat er eine adlige Tussi geheiratet.
Apropos, womit finanzieren Sie das denn eigentlich, mit Geldern? Von welchen Geldern finanzieren Sie? Dankeschön. Der hätte dir beinahe die Frisur kaputt gemacht. So ein bisschen, wenn man das so ein bisschen wegschiebt, ein bisschen Scheinkämmer. Ja? Naja, also du kannst ja auch nicht sagen. Nein, ich kämme mich ja nicht mehr. Aber das bisschen, was du hast, hast du in eine Richtung geschoben. Ja, das ist wahr. Ich komme von der Nordseeküste, das ist die Windrichtung. Politiker. Überbevölkerung, das heißt, wir sollen nicht mehr so viel. Oder, ich habe eben nur ein Kind, das heißt, im Grunde sterbe ich aus, weil ich nur ein Kind habe. Ich habe auch ein Kind. Ja, wir haben beide zu viert nur zwei Kinder, Wolfgang. Das heißt, wenn wir alle so weitermachen, nee, das geht ja nicht, dann sind wir eines Tages gar nicht mehr da. Das ist aber das, was wir ja alle wollen, denn die Überbevölkerung wird dadurch abgebaut. Klimakterium. Wann kommst du in die Wechseljahre? Komm. Klima. Da müsstest du ja schon sein. Wird die Welt zur Sauna, brauchen wir nicht mehr in die öffentlichen Bedürfnisanstalten gehen, wird die Welt zur Sauna. Das heißt, in den letzten 20 Jahren ist um 0,8 Grad alles wärmer geworden. Wir leben aber in sehr kalten Regionen. Mich persönlich würde es nicht stören, wenn es etwas wärmer wird. Sonst würden wir ja nicht nach Mallorca fahren und unser Rheuma, du ja auch. Ja? Also weltweit gesehen ist das schon ein Problem, dass wir durch menschliche Zivilisation die Temperatur erhöhen. Damit ist etwas neu, was es früher nicht gab. Früher gab es auch Klimaschwankungen. Aber zum ersten Mal ist es der Mensch selber, der in der Lage ist, das Klima zu verändern. Und das könnte natürlich zu sehr negativen Folgen führen. Das sogenannte Ozonloch. Ja. Okay, wir können die Welt nicht verändern, wir können es nur versuchen. Ich spreche nur die 7 Punkte an. An 7 Tagen ist die Welt erschaffen worden, an 7 Punkten kann sie kaputt gehen. Ich bin jetzt bei Punkt 4, Artensterben. Der Mensch, das letzte Tier auf Erden. Ist ja ekelhaft, ne? Ja, da sind wir wieder bei dem Thema Überbevölkerung. Nashörner sterben gerade schon. Aber wer vermisst die Nashörner? Naja, also wir sind so erfolgreich als Art, dass wir alle anderen Arten auf diesem Globus bedrohen. Das ist schon ein Problem. Auf der anderen Seite sind wir unheimlich nackt, wenn wir zur Welt kommen und wir müssen gewickelt werden. Und wenn man uns so liegen lässt, krepieren wir. Das heißt, es muss man noch eine Mutter mit einer Brust geben. Jetzt weiß man endlich, wozu die Dinger da sind. Ja. Nächstes Thema, die Meere. Der Ozean bald ein totes Meer. Was meinst du? Wir sind doch beide Kinder der Nordseeküste und wissen, dass da wirklich was zu tun ist, dass wir hier nicht mehr Abfälle in die See bringen dürfen, dass wir nicht mehr alles, was wir bisher gemacht haben, jahrzehntelang gemacht haben, dem Meer übertragen dürfen, weil das wirklich gefährlich ist für den Zustand dieses wichtigen Biotops, für die Fische, für die Gesundheit des Meeres, für... Ich muss ja mal was trinken. Ja. Nein, das ist schon ein großes Problem. Im Grunde hast du schon genau das gesagt, was ich hören wollte. Müll! Wir verpacken uns zu Tode, das ist ja wohl nicht unser Problem. Das hat ja wohl mit den neuen Lebensmittelgesetzen zu tun. Ich kann mich daran erinnern, als wir als Kinder in den Kaufmannladen, Tante-Emma-Laden gingen und haben da uns ein paar Reis oder Nudeln gekauft, wurde das in eine Tüte mit der Hand und so heute aus hygienischen Gründen alles nicht mehr machbar, alles eingeschweißt. Jede Suppe, 5-Minuten-Suppen sind eingeschweißt, ist ekelhaft, schmecken auch nicht mal gut. Kann man das nicht abstellen? Kann man da nicht von oben also was gemacht werden? Da haben wir ja was Wichtiges getan durch die Verpackungsverordnung. Und dadurch ist also sehr viel weniger Verpackung schon auf dem Markt. Und ich glaube, hier haben wir noch eine Menge weiteren Handlungsbedarf, um überflüssige Verpackungen zu vermeiden. Vermeiden, das sage ich nochmal, heißt eben auch verzichten. Das heißt auch auf manche Bequemlichkeit verzichten und sich wieder daran erinnern, wie es zum Beispiel früher war. Ja, okay. Wie es auch ging. Wälder. Stirbt der deutsche Wald? Also seit 10 Jahren wird der Wald immer wieder untersucht, wie sein Zustand ist, und er hat sich ständig weiter verschlechtert. Das heißt, hier ist durchaus ein großes Problem. Aber es hat nicht damit zu tun, wenn wir durch den Wald spazieren gehen und irgendwie ein Stück Papier fallen lassen, sondern es hat mit der gesamten Ozonschicht zu tun. Es hat vor allen Dingen mit den Luftschadstoffen zu tun, also mit dem Straßenverkehr und auch der Landwirtschaft und allem anderen, was die Luft belastet. Das ist für den Wald schädlich. Okay, jetzt haben wir die Themen in 7 Minuten, 7 Themen abgehandelt. Kann man natürlich nicht machen. Ich wollte es aber mal ansprechen, weil ich der Meinung bin, dass auch in meiner Sendung dieses Thema endlich auch mal abgehandelt werden muss. Ich finde das ganz toll. Ich bin Bleib dabei, bitte das hier, denn jetzt ich. Kommt noch ein anderer Komiker. Wenn du... Darf man einen Politiker einfach duzen? Gerne. Darf man den drittgrößten Komiker einfach duzen? Ja, darf man. Darf man den Mann jetzt duzen und anschiffen, der jetzt kommt? Ein Mann, ist er schon hier?
Er müsste gleich da sein. Wir freuen uns auf den Komiker und Schauspieler Dirk Bach. Wenn ich sitze, geht's. Der erste Mann, den ich kenne, der breiter ist als hoch. Dirk Bach ist dein richtiger Name. Hättest du dir auch vorstellen, hättest du dir auch vorstellen können, dass du mal in die Politik gegangen wärst, so wie Wolfgang von? Ich weiß nicht, nee, eigentlich nicht, obwohl der Spiegel in der letzten Ausgabe geschrieben hat, es hätte nichts ausgemacht, wenn ich anstelle von Norbert Blüm das Amt bekleiden würde. Und ist das gut, wenn der Spiegel sowas schreibt, nicht? Ja, Norbert Blüm war sicherlich in mehr Unterhaltungssendungen als ich jemals in meinem ganzen Leben bisher. Ja. Würdest du einmal gerne Krankheitsminister oder was macht er jetzt? Krankheitsminister ist schön für Herrn Blüm, ja. Familie, welches Ressort hat er denn jetzt eigentlich? Krankheit, glaube ich. Krankheit. Nein, Arbeit und Soziales. Das ist Krankheit. Du musst uns nicht verbessern. Du nicht uns, ja? Kann das sein, dass der Spiegel das geschrieben hat wegen Zwergwuchs? Ich bin nicht so klein. Ich habe immer darunter gelitten, dass ich über 1,90 bin. Ich weiß, wie hart das ist. Ja? Bei uns in der Familie sind alle so. Ich konnte schon mit 14 Jahren den Film Sie tanzte nur einen Sommer sehen. Der damals nur für 16 zugelassen. Ja, habe ich an die Kinokasse gestellt, so einmal Sperrsitz, bitte. Ja? Den durfte man erst mit 16 sehen. Sie tanzte nur einen Sommer. Da war die erste Brust zu sehen. Kannst du dich noch dran erinnern? Oh ja. Du alte Sau. Ja. Wann hast du dein Komikertalent entdeckt? Wann meintest du, das werden zu müssen und uns allen so auf den Sack zu gehen? Gut, nicht? Gut, was er gesagt hat, ne? Das traut ihr euch im Bundestag nicht, sowas zu sagen. Ja, manchmal schon. Wenn ihr sofort entlassen werdet und dann kriegt ihr Pension bis ans Lebensende, ohne dass ihr noch zahlen müsst. Ja, das ist schön. So. Einer wollte klatschen, zu spät. Zu spät, dann. Pass mal auf. Enno, gib noch mal den Apparat her. Das Foto, das blenden wir gleich ein. Wie das langsam. Ich würde ganz gerne mal selbst, wo ist der Ablöser hier? Guck mal her. Ich wollte mich endlich mal mit einem Prominenten fotografieren lassen. So. Und mit einem aus dem Bundeshaus, nicht? Richtig. Als Entlassungsfoto. So, jetzt haben wir drei Bilder. Das dauert ein paar Minuten, ehe das so entwickelt. So. Jetzt sind alle ganz gespannt. Dann können wir noch ein bisschen reden zwischen? Ja, wir können jetzt reden. Erzähl noch ein bisschen. Ja. Von zu Hause. Wo wohnst du? Hör auf, das macht mich ganz nervös. Weg mit den Dingen. Das war Sinn der Sache. In Köln wohne ich. In Köln. Hier ist es schön warm in der Tasche. Oder willst du die lieber bei dir rein? Das ist noch wärmer. Wenn bist die dann bitte? Bei mir. Ach, dann bei dir. Bei mir kann natürlich sein, dass sie da schwarz werden. Ja. Ja. Aber nicht vergessen nachher. Ach was? Ja. Arbeitest du eigentlich auch als Tierstimmenimitator? Nee, aber ich habe jetzt zuletzt, genau, da geht, war eine Mücke. Geh zu einem anderen Zuckerkranken. Ja. Ja. Ich habe zuletzt am Meer ein Kreischkreuzchen gemacht mit der Stimme. Ein Kreischkreuzchen. Kennst du keine Kreischkreuzchen? Nein. Mach mal ein Kreischkreuzchen. Kannte auch niemand im Hotel, vor allem nicht morgens um fünf. Mach aber mal. Dann kannten es alle. Hast du synchronisiert? Nein, ich kam nach Hause und dann. Du hast ein Kreischkreuzchen. Habe ich im Aufzug ein Kreischkreuzchen gemacht und morgens hat man behauptet, es hätte jemand ein Pferd nachgemacht. Das fand ich nicht schön, weil es sollte ein Kreischkreuzchen sein. Hm. Aber ich habe es danach nicht mehr zustande gebracht. Wie hast du es denn gemacht, das Kreischkreuzchen? Nee, ich konnte es nicht. Dafür habe ich jetzt noch zu wenig getrunken. Okay, Prost, erst mal trinken. Vielleicht. Prost. Wenn ich jetzt. Darf ich mal ein Kreischkreuzchen machen? Versuch. Ich könnte mich vielleicht. Kuru-ku-ku-ku. Nee. Weil das
kreischt doch nicht. Wie geht denn ein Kreisch? Das ist mehr so eine Übelunke gewesen. Ja. Wie würdest du denn, Wolfgang, ein Kreischkäuzchen machen? Du musst jetzt ein bisschen mitspielen. Das ja, gerne, ja. So. Er kann's doch. Nein. Ich kann's nicht mehr. Das ist kein Jim Beam. Hey, was dann? Nichts ist wie Jim Beam. Bester Kentucky Bourbon seit 1795. I'm a strong believer in family traditions. Handed down generation to generation. Ensure that certain patterns of behavior are carried over from father to son. Yes, I'm afraid so. Oh, Mortimer. You old tiger. After Eight, die feine englische Art. Um zu spüren, wie sicher er ist, müssen Sie ihn nicht erst auf die Probe stellen. Der neue Xantia hat ein integriertes Sicherheitskonzept mit speziell verstärkter Fahrgastzelle. Citroën. Mehr als Sie erwarten. Und günstiger als Sie denken. Viel Tafelwasser hin, ganz leicht zurück. Bonacqua Sparkling Table Water. In der leichtwiegigen 10x1,5 Liter Mehrwegkiste. Hey Hans, du bist doch unser großer Dichter. Ja, ja, toll. Du... Kleines Ding im Schokokleid. So zierlich und so knusprig leicht. Dein Innerstes ist so rein aus Flakes, Rosinen, Nüssen fein. Jetzt, da mich Knusperlüste packen, werde ich dich ganz genüsslich knacken. Mit Luft und Laune. Mit Luft und Laune. Mit Luft und Laune. Sat1-Stars engagieren sich für die Umwelt. Sat1, TV for Nature. Sie wächst, der Baum wächst, die Pflanze wächst. Und so schön grün. Ist grün zu grün, wenn alle Bäume blühen. Das geht uns alle an. Und deswegen machen wir beide mit bei Sat 1. TV for Nature. Ihr auch? Er ist Stürmer beim ersten FC Köln, kommt aber aus Österreich und war irgendwo in Spanien. Wir freuen uns auf Toni Polster hier in Jungfernallerei. Toni, kannst du ein Kreischkäuzchen machen? Nein. Wie geht's dir? Wann hast du dein letztes Tor geschossen? Kann mich nicht mehr erinnern. Müsste ich jetzt nachblättern. Könntest du mit Untertiteln sprechen? Aber wann hast du das letzte Tor für Deutschland geschossen? Gegen Deutschland? Nein, du bist doch jetzt beim ersten FC Köln schon seit über einem Jahr. Da muss doch mal irgendwann was gefallen sein. Die Blätter von den Bäumen. Das fällt mir nicht ein. Man hat dich eingekauft für viel Geld, damit du hier Balla-Balla machst. Ich gebe mir Mühe. Ja, und ich kenne mich im Fußball nicht so aus, deswegen musst du mir ein bisschen helfen. Du bist Fußballer. Hast du eine Fußballerlehre gemacht? Du warst in
In welchem Verein warst du? In Austria Wien. Nein, danach dann in Spanien. Dann bin ich nach Italien ein Jahr gegangen, zum FC Turin. Ein Jahr dann? Dann und? 3 Jahre bei Sevilla. Bei Sevilla. Ein Jahr Logroñés, ein Jahr in Madrid, Rayo Vallecano. Jetzt bin ich hier. Der Kreis schließt sich. Richtig, richtig. Du bist jetzt fast 30. So was kann man doch nur bis 50 machen. Und was ist dann? Ja, dann weiß ich noch nicht, was ich machen werde. Ja. Machst du Werbung zum Beispiel? Du hast gar keinen. Du hast. Guck mal, hier. Doch. Dirk Bach hat zum Beispiel auch eine Werbefläche frei. Er muss Möbelfabrikant werden. Wieso muss er Möbelfabrikant? Polster. Ich hoffe, es hört wer zu. Ja. Die Leute mögen dich zum Teil. Wegschauen. Was ist zum Beispiel, wenn man da einsam über den Rasen läuft und es wird Leistung verlangt? Du hattest jetzt vor ein paar Wochen einen Muskelsehnenscheidenriss. Und da warst du ausgefallen. Ja. Gibt es da sowas wie eine Fußballrente? Na, es na, gibt. Na heißt nein. Seid ihr eigentlich altersabgesichert? Damit ihr auch noch wisst, was ihr mit 32 macht. Es gibt Schmerzensgeld. Ja. Du bist eigentlich Wiener. Ja. Irgendwann bist du wieder zurück in die Alpenrepublik. Ja. Nach so und so vielen Jahren. Und dann gehst du nur noch in den Keller und mit der Mistforke wendest du das Geld, damit es nicht schimmelig wird. Kann man als Fußballer reich werden? Ja, kann man. Ja. Die Guten schon. Ich meine, es gibt viele, die natürlich dann 15 Jahre vielleicht Profifußballer waren, aber trotzdem nachher keine abgesicherte Existenz haben. Und die müssen dann, die haben es natürlich schwer, weil die sind 15 Jahre aus dem Beruf heraus und können nicht das machen, was sie gelernt haben. Was hast du denn mal gelernt? Industriekaufmann. Wäre das nicht besser, wenn du... Ist doch lustig. Was ist da lustig? Ja. Ich weiß nicht, warum man da so gackern kann, wenn einer sagt, Industriekaufmann, das ist doch so ein Elendsberuf, nicht? Abhängig vom Vorgesetzten und so weiter. Na, ich war immer nur einkaufen. Ich war selten im Büro. Habe immer nur einkaufen müssen. Weiß nicht, warum? Wochenendeinkäufe. Hab schon am Montag begonnen. Du bist kein Boxer oder so, ne? Wieso? Schau ich so aus? Manchmal erinnert mich dieses Interview so ein bisschen an, wie heißt der noch, Max Schmeling aus unserer Zeit, so, ne? Ja. Das kann nicht nur die Sprachbarriere sein. Du bist sicher schon mal mit dem Kopf gegen einen anderen Fußballer gelaufen. Ja. Ja, was ist mit Kopfbällen? Machst du Kopfbälle? Ich könnte deine Frisur kaputt machen. Ich bin sehr kopfballstark, also wenn ich manchmal auf den Kopfball gehe, komme ich schneebedeckt wieder runter. Ja. Was seh ich? Die Alpen, ja. Wenn du jetzt irgendwann zurückgehst in dein Heimatland, schämst du dich dann? Ja. Du hast 10 Jahre lang hast du dein Land verlassen für Kohle, für Tore, die zum Teil nicht gefallen sind. Du hast in 50 Länderspielen in deinem Heimatland 22... 60. In 60 Länderspielen in deinem Heimatland 22 Tore geschossen. Richtig. Ich wollte sagen 50, das hätte besser geklungen. Ja. Bitte, wäre der Schnitt besser gewesen. Ja, das heißt, in jedem Spiel ein halbes Tor. Oder in jedem dritten Spiel? Eins. Fast. Ist das mehr, als man braucht, um berühmt zu werden? Ich bin jetzt ein bisschen blöd, ich kenne mich vom Fußball. Was hast du für Sportarten gemacht, außer... Fußball. Fußball, ja. Du kennst dich also ein bisschen aus, was?
was er so macht. Interessiert mich, ja. Ja, dann frag doch mal was, Mensch. Ich laber mir hier einen Wolf und er antwortet nicht. Ja. Frag du doch mal, was dich interessiert. Und lass du dir bitte auch eine Frage einfallen, bevor du dich zuschüttest, ja? Ich würde sagen, um berühmt zu werden, genügt oft viel weniger, ne? Was denn der Insider-Tipp, wer deutscher Meister wird jetzt? Ja, wer wird deutscher Meister? Radio Bremen? Also wir werden nicht mehr sehr viel mitzusprechen haben, leider Gottes. Obwohl wir das beste Publikum haben in Köln. Aber... Du hast hier mir... Ich denke, was, der Franz wird. Du hast irgendwas... Wir sind hier in Bonn. Sag hier in Bonn, ihr habt das beste Publikum hier in Bonn, dann hast du einen höheren Applaus, als wenn du sagst hier in Köln. Wir haben gespielt in Bonn einmal. Mit dem FC Köln haben wir hier gespielt. Hier? Ja. War super. Für dich. Ja. Wir haben ja eine Frau, die gleich kommt, die auch einen Fußballverein managt. Den RFC Wattenscheiße, wie der heißt. Nein. Und diese Frau ist eine Modefrau. Vielleicht möchtest du ganz gerne dich mal mit ihr unterhalten, oder nicht? Naja. Was heißt naja? Ich hab mein bestes Zeug heute rausgelegt. Ja. So schön wie du bin ich nicht. Welche Firma, das hat ja, man kann machen, was man kann sich anziehen, wie man will. Ja, das stimmt. Ja, die Fresse kann man nicht verändern. Das stimmt, das stimmt. Hast du recht. Welche Firma sponsert dich hier? Ihr werdet doch eingekleidet von Adidas oder Boss oder irgendwas. Darf ich mal gucken, was hier drin steht? Ja. Polster. Es steht Polster. Toni Polster. Das ist, damit dir keiner die Jacke klaut. Du brauchst doch keine Angst haben. Ja. Was sind die billigen Jacken? Die werden schnell geklaut. Die Jacke will sowieso keiner. Da brauchst du den Namen gar nicht rein. In meine Weste, da müsste ich ja meinen Namen rein. Wolfgang, hast du was drin? Nee. Außer die Zahlungsbefehle. Wir haben jetzt einen Gast. Diese Frau ist nicht nur vom Beruf Erbin des größten Klamottenherstellers der Welt oder Europa. Diese Frau ist auch eine sehr aktive, wie sagt man, Öko-Klamotten- und Fußballmanagerin. Ihr Vater ist abgegeben. Wir freuen uns hier heute in Jux und Dallerei auf Britta Steilmann. Es geht heute alles durcheinander, Britta. Würdest du deine Öko-Weste bitte zuknöpfen, damit man dein Mikrofon hören kann? Britta Steilmann macht die ersten Öko-Klamotten. Öko heißt nicht mehr mit Pestiziden gefärbte Sachen, so wie hier Toni Polster. Ich sage lieber nachhaltig umweltverträglich. Bitte? Nachhaltig umweltverträglich. Nachhaltig umweltverträglich. Du engagierst dich quasi dafür, meinst du, dass wir dadurch, weil wir ja auch TV for Nature haben, deswegen haben wir Dr. Wolfgang von Geldern immer noch hier sitzen, obwohl er auch nichts mehr sagt. Kommt ja nicht zu Wort. Dein Beitrag für die Umwelt ist, dass du Baumwolle verarbeitest und jetzt nicht mit irgendwelchen Farbstoffen behandelst oder so? Ja, wir kontrollieren den Anbau von Baumwolle organisch, das heißt, dass da eben keine Monokultur entsteht und dass die Sachen eben nicht gefärbt sind, nicht sandfluorisiert sind, dass eben keine Schäden für die Umwelt entstehen und auch nicht für Menschen, für Tiere. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt so ein grünes Hemd anhab, dieses Hemd hat im Grunde so eine Farbe, dass ich eigentlich auch geschädigt bin. Nicht nur, weil ich so eine Farbe bevorzuge, sondern weil ich sie auch am Körper habe. Kann das sein, dass man dadurch Extreme bekommt? Ich weiß nicht. Ich glaube, in Ihrem Alter spielt das keine Rolle mehr. Bei jüngeren Menschen ist das ein Problem. Jetzt ist aber los. Was ist jetzt mit dem ersten FC Wattenscheid 09? SG Wattenscheid 09. Bitte? SG Wattenscheid 09. SG? Sportgemeinschaft. SG, der Wattenscheid 09. Wann geht er denn? SG. Jetzt zur Zeit sehen wir so aus, als würden wir gehen, aber wir versuchen immer noch zu bleiben. Du hast als erstes, als Powerfrau in Deutschland, den Trainer rausgeschmissen. Habe ich ja nicht. Hast du nicht? Nee. Habe ich aber gelesen. Ja, ich auch. Ja, das stimmt nicht. Nein. Du hast ihn gegangen. Nein, ich habe ihn nicht festgehalten. Du hast ihn nicht festgehalten.
Warst du denn der Meinung, dass dieser Verein erste SG Wattenscheid 09, jetzt kann ich es mir langsam merken, würdet ihr so einen wie Toni Polsterer einkaufen dann? Ja, mit Sicherheit. Und was würdet ihr so raustun? Es gibt ja heute nur... Neue Klamotten. Nicht nur neue Klamotten, sondern... Das wäre ein schöner Deal, ne? Neue Klamotten, das wäre gut. Machst du denn auch zum Beispiel, dass die Jungs, die da rumlaufen, auch in deinen Klamotten mausgrau rumlaufen mit diesem Indienfeutel? Die sind ja nicht mausgrau, die sind nur ungefärbt, aber die laufen privat so rum. Die Weste, die du anhast, ja, ist das eine solche Weste? Das ist eine solche Weste. Du bist doch sicher in wohlhabenden Verhältnissen aufgewachsen, gehe ich mal von aus, nicht? Ja. Du hast nie gehungert? Nein. Ja. Du konntest dich mit dem Chauffeur zur Schule fahren lassen, wenn du wolltest, hast aber nicht. Nein. Nicht? Nein. Bist mit dem Fahrrad gefahren? Nee, früher haben wir unsere Eltern gebracht. Die Eltern haben dich jeden Morgen zur Schule gebracht? Der Vater, ja. Mein Gott, muss der eine Zeit haben, dein Alter, ja. Ja, und also als Kleinkind, aber ja, dann irgendwie mit 18 ist er nicht mehr gekommen, hat dich nicht mehr geholt, nicht? Nee, da bin ich ja schon selbst gefahren. Ja, und wie bist du jetzt in diese Modebranche reingekommen und dann noch in die Fußballbranche und dann noch in, sag mal, du engagierst dich ja auch für die ehemaligen Sioux-Indianer, Dakota-Indianer in Dakota, ist das ja wohl? Die Lakotas in Dakota, ja. Ja, und du hast dich also... Sag mal, ziemlich, engagierst dich in deinen jungen Jahren schon ziemlich stark. Mhm. Das geht natürlich nur, wenn man auch das finanzielle Feedback hat. Ja, natürlich. Das gibt einem eine gewisse Unabhängigkeit. Und ich bin aber auch so erzogen worden, sag ich mal, dass ich sehr mich so entfalten durfte, wie ich wollte. Und in die Mode bin ich reingekommen nach dem Studium in Amerika und habe einfach gedacht, okay, das ist es. Und sie ist auch irgendwo als so eine Tradition in der Familie. Und der Fußball ist eher auch wahrscheinlich eine Tradition meines Vaters weiter fortführend. Der Vater ist ein absoluter Fußballfan, ja. Der sponsert den Verein, der es auch nötig hat. Der sponsert den ja nicht, der sponsert im Grunde genommen, unterstützt er finanziell die Jugendabteilung, aber die Lizenzabteilung ist von ihm unabhängig. Aha, also aber irgendwo ist er ein Fußballfan und macht, sagen wir, engagiert sich sehr stark für den Verein. Und wie kommt das denn, dass auf einmal so ein Verein wie Wattenscheid so abdrippelt? So. Ja, eigentlich finde ich es erstaunlich und ich finde es auch eine sehr gute Leistung für so eine Stadt mit 80.000 Einwohnern überhaupt in der ersten Bundesliga so lange zu bestehen. Noch in der ersten? Ja, ich meine, wir sind ja noch nicht abgestiegen, das muss ich jetzt sagen, nicht? Und wie passiert das ja? Wahrscheinlich, weil die Finanzen gefehlt haben, um sich zu verstärken. Und da sind wir im Moment bei da, was zu ändern. Ist Fußball, Toni, ein unheimliches Geschäft geworden und ist auch noch viel Spaß beim Spiel? Normalerweise muss man euch ja abschotten, Geheimnummer, die Leute wissen nicht, wo ihr wohnt, weil die Fans euch sonst auf die Pelle rücken? Na, es hängt schon unheimlich viel dran jetzt, also durch die vielen Fernsehkanäle. Ja. Hat man schon unheimlichen Druck, also keine Frage. Ja, und der Druck, wie findet der bei dir statt, der Druck? Indem der Druck einfach kommt, nicht? Ja, ja. Ich habe zwei Kinder. Bitte? Zwei Kinder. Du hast zwei Kinder, bist gläubig und hast dein Kind Maria und Josef genannt. Nee, nein. Josef, Jesus und Maria? Nein. Anton Jesus und Lisa Maria. Jesus. Anton Jesus. Also Anton, ist er in Spanien geboren? Er ist in Spanien geboren. Und halb Spanier? Er ist in Sevilla geboren und wir wollten so ein bisschen eine Verbindung zu Spanien im Namen auch. Da darf man ja sein, ich glaube, in Deutschland darf man sein Kind nicht Jesus nennen. Nein. Aber in Spanien heißt er jedes zweite Kind Jesus. Ja, richtig. Wow. Jesus Dall. Bist du mit einer Spanierin, Sevilla? Bist du mit einer Spanierin alliiert? Oder? Nein, nein, einer Wienerin. Wienerin, aber Sevilla. Sie will. Ja. Noch will sie. Was ist eigentlich so mit den Fußballbräuten, wenn die da oben auf der Reihe sitzen und müssen jeden Tag sagen, Mann, du warst klasse, obwohl du sehr beschissen warst? Ja? Also diese Fußballbräute ist, glaube ich, viel schlimmer als bei uns Komikern, nicht Wolfgang? Und so. Du bist verheiratet mit einer Frau und hast zwei Kinder, die sind noch ziemlich klein. Ja. Wann ist immer der spielfreie Tag? Meistens Montag. Montagskinder. Ja. Du weißt, Montagsautos... Da klemmen die Türen meistens. Ja. Zum haben wir ein Auto mit vier Türen. Kannst du dich denn noch genau daran erinnern, an dem Tag, als ihr bei Samen wart? Ja. Ja. Das können wir noch am Kalender nachgucken. Ja.
Entschuldigt bitte, ich muss mal ein bisschen Unterhaltung reinbringen. Wir waren so kurz vorm Abschlafen hier. Ja? Stimmt das, dass Fußballer eigentlich nichts anbrennen lassen? Ist jetzt indiskret, oder? Nein, ich frage ganz einfach mal jetzt, red mal über deine Kollegen, ohne einen Namen zu nennen. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel, die sitzen ja wie die Hühner auf der Leiter da, ist doch so nicht. Hat doch einen Status einer Rockgruppe wie früher Uriah Heep oder so. Oder Urania Heep oder die Rolling Stones, die braucht doch nur so machen und dann ab nach hinten. Das geht aber in den Kabinen doch gar nicht. Oder? Also, ich würde mal so sagen, also wenn wir alle vernascht hätten, die sie uns nachsagen, würden wir heute auf Krücken gehen. Ja. Naja, so ist das. Nun gibt es aber einige tragische Fälle, die laufen wirklich an Krücken, aber das hat damit nichts zu tun. Ich hatte mal vor einem Jahr hatte ich mal den Toni Schumacher, und da ging es einfach um die vielen Knochenbrüche. 27 Knochenbrüche. Wie viel hast du denn? Wie viele Knochenbrüche? Ich, Gott sei Dank, noch keine. Noch keinen? Ich bin außer schon geblieben. Ein paar Risse? Ja, Muskelprobleme, das ist normal, aber Gott sei Dank gebrochen habe ich mir noch nichts. Wie kann man einen Muskel, wird er wieder genäht oder wächst er wieder aneinander? Wie läuft das? Naja, wenn er ganz abreißt, wird er genäht. Wenn er nur einreißt oder die Muskelhaut nur reißt, dann wächst er wieder zusammen. Weißt du ganz genau, von wem du den Tritt bekommen hast, wenn du so ein Ding manchmal, wie sagt man, das Letzte, was du hattest die letzten Wochen, da weißt du auch ganz genau, wer das verursacht hat. Baut sich da eine persönliche Feindschaft auf gegen diesen Mann, der dir das angetan hat, der dich schon so viele Wochen rausgeschossen hat? Der kommt dann auf Tonis Liste. Ja. Wird verfilmt von Steven Spielberg. Tonis Liste. Und nächstes Mal, irgendwann ist er dran, gibt es dann einen Retour? Muss der Mann zittern? Na? Von mir hat noch niemand gezittert. Ey. Ich tue auch niemand weh. Gell? Einmal. Ah. Wie du weißt, bin ich ausgeschlossen worden. Wo? In Leverkusen. In Leverkusen? Das ist doch eine Auszeichnung, nicht? Was heißt, dich haben sie mit der roten Karte? Ja, leider Gottes, aber das war meine einzige bisher. Stimmt, kann ich mich daran erinnern. Da hast du eine rote Karte. Wenn man jetzt farbenblind ist als Fußballer... Spielt man weiter. Ja. Und du warst farbenblind, die hatten dir die grüne Karte gezeigt. Und ich bin farbenblind, aber die Kollegen haben mir dann gesagt, das war rot. Ja. Was ist das an dem Tag? Was läuft da ab im Inneren? Da hat man nur noch seine Frau und seine Kinder, Jesus und Maria, die also... Jesus, Maria. Die zu einem stehen und alle anderen, ich würde sagen auch die eigenen Vereinskollegen, ist doch ziemlich eine harte Nummer, die da abläuft. Ist man ein Schwein eigentlich für den Tag? Hat man Grund, beichten zu gehen? Komm. Ja, dann kommt man dann nach Hause und der Sohn sitzt irgendwo am Sofa und du sagst, der Papa ist da, Toni. Ja, und? Komm her. Und die Frau verweigert sich für eine halbe Stunde? Und der sagt dann, ich will nicht. Und dann bist du da praktisch auch im Abseits. Ne? Ja. Wie ist das Leben so? Am Samstag nach dem Spiel schütten die sich ja meistens total zu. Ich habe das mal erlebt beim FC Bayern nach so einem Hotel. Die durften Bier saufen bis zum Umkippen, aber Montag müssen sie wieder auf dem Platz stehen. Also nach so einem Spiel, egal ob man gewinnt oder verliert, ist so ein kleines Besäufnis immer angesagt, nicht? Na, ich würde so sagen, wenn man gewinnt, dann feiert man einen Sieg. Wenn man unentschieden spielt, feiert man das Unentschieden. Und wenn man verliert, halt, dann muss man noch näher zusammenrücken, ne? Muss man noch mehr feiern, ne? Denkst du? Apropos zusammenrücken, wenn ihr im Trainingslager seid, sind doch immer Doppelzimmer angesagt, obwohl die Ehefrauen zu Hause bleiben. Ja? Mhm. Mit wem schläfst du denn da? Olaf Janssen. Und ist der gut? Ja. Ist so. Ich werfe ihm immer die Seife in die Dusche, aber der bückt sich nicht. Sorry, der kapiert das nicht. Von Wrigley Spearmint gibt's jetzt eine riesen Neuigkeit. Das Original erfrischt jetzt länger. Wie lange erfrischt er dich? Länger. 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 Wrigley Spearmint erfrischt jetzt länger.
Denn jetzt steckt mehr als zweimal so viel echte Frische in jeder Packung. Noch länger. Wrigley Spearmint erfrischt jetzt länger. Wo sind denn deine tollen Schnittchen? Wir wollen auch welche. Schnittchen, 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 Schnittchen. Haftet nicht. Ih, ausgetrocknet. Welches Kamel soll das denn essen? Schlecht haftende Frischhaltefolie ist ein Albtraum. Aber ein Traum ist die neue Toppitz Frischhaltefolie von Melita. Mit noch mehr Haftsicherheit. Bleibt alles appetitlich frisch. Well, there's a one for the shower and one for the care. Two in one is Shower and Care from Duschstars. Shower and Care von Duschstars. Duschgel und Feuchtigkeitslotion in einem. Liebling, soll ich dir den Rücken einreiben? Mm-mm, hat schon jemand. Duschstars, das Duschass. Essen, Drillinge, Cappuccino Classic, Schoko und Amaretto von Pico. Wollt ihr den besten, den schönsten, den größten? Danke, Chili! Hier ist er, der Whopper. Der ist so groß, da brauchen wir beide Hände. Der Whopper von Burger King, jetzt als Hammer des Monats. Für so wenig Geld, so viel zu essen, ist göttlich. Hey, mach mir den Whopper. Burger King, mau! Well, there's one for the shower and one for the care. Shower and Care Sport. Jetzt neu. Für ihn. Von Duschstars. Das Duschass. Ein Bayer. Was macht der Bruder in Miesbach? Ich stehe liebe machtlos vis-à-vis er. Vielleicht, liebe Zuschauer, kennen Sie aus Ihrer näheren Umgebung jemanden, der spurlos verschwunden ist. Dies ist kein Einzelfall. Täglich werden allein in Deutschland über 250 Personen als vermisst gemeldet. Bitte melde dich, will helfen, vermitteln, Brücken bauen. Bitte melde dich. Jörg von Torra auf der Suche nach Vermissten. Montag, 21.15 Uhr, live in Sat.1. Wahlen entscheiden über Deutschlands Zukunft. Wer mitbestimmen will, muss wählen. Wer wählen will, muss informiert sein. Deutschland wohin? Das Motto für das Informationsprogramm in Sat.1 im Superwahljahr 1994. Sat.1, damit Sie besser informiert sind. Ich kenne das von ganz früher von Instabach und Co. Hatten wir auch, wir hatten darauf Bestand, Doppelzimmer. Ich konnte nicht alleine sein. Ich brauchte das Richtige. Der Elebracht schlief bei rechts, er war der Erste in der Dusche und dann hat man sich noch ein bisschen was erzählt und ein paar Märchen vorgelesen und der Mickey-Maus-Hefte. Heute ist das nicht mehr denkbar, weil man so, oh Gott, die schlafen zusammen. Aber damals waren bei uns nur Doppelzimmer angesagt. Machen die das aus psychologischen Gründen, dass ihr nicht vereinsamt, alleine, dass ihr zu zweit trinkt und nicht alleine? Ja, ich meine, am Anfang war es für mich ganz schlimm, musste ich alle kennenlernen. Und hat mich der Trainer jede Woche mit einem anderen zusammengelegt. Das war anstrengend. Ja. Naja, man will ja erst mal sehen, zu wem man passt. Ja, ja, logisch. Ja. Das ist ja wie so ein Puzzlespiel. Macht ihr das in Wattenscheid auch, dass ihr die in Zwei-Bett- oder in Vier-Bettzimmer legt? Zwei-Bettzimmer. Machst du die Bett-, Schlaf-, Dusch- und Stuhlzeitenpläne? Nein, das macht der Trainer. Der Trainer? Mhm. Aber du bist doch Hauptmanagerin vom 1. FC Wattenscheid 09. Nein, ist doch. Dritte Vorsitzende der SG Wattenscheid 09. Dritte Vorsitzende. Und was ist das für eine Macht? Immer noch das zu machen, was Papa will? So ein bisschen? Oder? Nee, gar nicht. Also der hält sich da einen Moment ziemlich raus. Und ich mache eher mit Öffentlichkeitsarbeit und Sponsoring halt. Sponsoring heißt ein bisschen Kohle nachschieben? Unternehmen für den Verein interessieren, ja. Wolfgang von Geldern, sag ich jetzt mal, den Doktor lasse ich weg, weil wir dir den langsam nicht mehr glauben. Als Fußballfan und so weiter, selbst aktiv gespielt. Habe ich, ja. Auf der Bolzland-Mannschaft bei euch da oben in Cuxhaven. Bis wann noch? Oh, ich habe noch in der Abgeordnetenmannschaft des Bundestages gespielt, noch jahrelang. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich kenn nur von den... Ich mag ja diese kleinen Fußballspiele, wo also nur 100 Zuschauer sind und sonntags zum Beispiel bei uns in Ostfriesland, wo es so richtig noch, wo die auf den Platz gehen und wo auch wirklich noch der Schiedsrichter krankenhausreif geschlagen wird. Ja. Haben wir alles erlebt.
Ich habe die Knochen brechen hören, das hat geknackt über den ganzen Platz. Dieses Erlebnis hat man in so einem großen Stadion ja gar nicht mehr, nicht? Ja. Ja. Wir haben jetzt einen Stuhl zu wenig, denn ich würde jetzt ganz gerne unseren letzten Talkgast rausholen, der auch gleichzeitig Sänger ist. Höchstwahrscheinlich bringt er seinen Stuhl mit. Ja, er hat seinen eigenen Stuhl. Wir freuen uns hier heute in Jux und Dallerei auf Frank Zander. Oh, Entschuldigung. Danke. Sag mal, Karl, Entschuldigung. Darf ich jemand entsorgen? Weil es fehlt wirklich ein Stuhl, ne? Na, dann holen wir den. Ich bleib stehen. Gut. Okay. So lange stehe ich eben. Danke dir. Das erste Mal, wo Enno von Schwerin einen Stuhlgang macht vor allen Leuten. Ist ein Scheißjob, nicht, Enno? Ja. Trompeter, darf ich mal im Reimladen? Blasphemie. Nein, warum bringst du das Ding mit? Ich wollte dir einen nachher. Ich wollte dir einen. Nein, ich wollte dir einen vortrompeten, ja, ich lasse einen Blasen nachher. Ja, ich wollte, ist jetzt kompliziert ein bisschen. Ja, du hast aber sehr gut die Blasen. Wir wissen ja alle, dass du blasenkrank bist. Ja. Das liegt an den Nieren, ja. Ja. Kann ich dafür. Die Nieren haben wir heute Abend auch noch nicht, die Nieren. Die Nieren werden wir nachher noch. Frank, dich gibt es seit 25 Jahren, Frank Zander. 25 Jahre Hölle, 25 Jahre Folter, das feierst du auch noch. Das feiere ich immer. Ein Fußballer kann das nicht und ein Komiker wie Dirk Bach auch nicht und ein Komiker wie Wolfgang von Geldern auch nicht. 25 Jahre, das fing an mit Nick Nackman, ich trinke auf dein Wohl, Marie und so weiter. Und jetzt ist der ganze phonetische Schwachsinn, aber ich habe durchgehalten. Sehr wichtig. Oh ja, Moment, bevor wir sagen, darf ich einen trinken erstmal? Ja, na klar. Von der ganzen Quatscherei. Ich habe ja deine Sendung beobachtet draußen. Ich muss sagen, nicht schlecht. Du warst manchmal ein bisschen lahmarschig. Du könntest. könntest mehr. Denk an die Einschalten. Ne? Ich bin immer nur so gut wie die Zombies, die auf der Bühne sitzen. Also, ja, auf euer Wohl. Prost. Prost. Ja. Alle prosten mit. Ja. Ist noch ein Blasen? Nein. Also toll. Ist das denn jetzt zum Beispiel der Höhepunkt deiner Karriere, dass du nach 25 Jahren Zander Folter hier bei mir auftreten musst? Eigentlich ja. Ja? Ich dachte, das musst du dir nur mal reintun. Man ist ja ein bisschen pervers schon. Nicht? Jedes Mal sagt man, nee, zu dem gehe ich nicht nochmal. Nee. Nach der Geschichte mit, du weißt schon, mit unserem Schlagersänger, dachte ich, nee, da gehe ich nie wieder hin. Und ich war ja noch nie da. Und das habe ich dann gesehen und habe das irgendwie auch genossen. Ich meine jetzt unseren Freund. Ja, ja. Und, ich weiß gar nicht, von wem du redest, aber du weißt ganz genau, von da an ging es ja bergauf bei dir. Und das, du weißt schon, wen ich meine. Weißt du? Wendehals? Nee. Und Schlagersänger. Ja. Was? Hau ab Karpendel? Nee. War der schon mal da? Roland, genau. Hau ab Karpendel war auch schon mal bei mir. Nee, Roland Kaiser, das stimmt doch, ne? Ja. Roland Kaiser. Und von da an ging. Ne? Und von da an, ich mag ihn ja auch irgendwo, er ist ein singender Geschäftsmann, ist ja auch okay. Aber. Entschuldigung, habe ich da irgendwas nicht gut, er hat auch den Pilotenschein. Ja, ja, nee, ist ja. Du musst mal mit ihm fliegen. Er ist der Einzige, der einen Fallschirm hat. Aber nachdem ich das so beobachtet habe, dass da. Wenn man hinten so steht, sagt man sich, gibst dir jetzt furchtbar einen rein. Man sieht das ja, wie du die Leute schlachtest manchmal. Da sagt man sich, Mensch, gehst du da raus? Du, nur die Schwachen. Ich gehe nur auf die Schwachen. Na gut, also Prost. Du hast alle Chancen, jetzt geschlachtet zu werden, ja? Bitte. Wie alt bist du eigentlich? Mit wie vielen Jahren hast du angefangen? Erst Jahrgang 44, ja? Ja. Ich bin Jahrgang 42. Stimmt. Und muss man nachrechnen, wie alt bin ich eigentlich? So, 52 ja, oder so. Ja. Sowas in der Form. Ja, ja, Mensch. Du siehst der, aber dieser Stuhl ist so, der ist einfach zu niedrig. Ja, du bist, doch, du bist nein, doch sonst. Der ist nicht niedrig, der ist. Ja, aber fühle ich mich so ein bisschen versetzt hier. Ja, das ist doch richtig. Nein, das ist doch. Passt auch prima zu dir. Ja, ja, ist okay. Nein, ich bin. Aber so ein etwas wackeliger Stuhl, vielleicht sollte man dem doch lieber den Politiker geben. Ja, mal tauschen. Ja.
Warum hast du die Stink jetzt eigentlich mitgebracht? Das gehört zu meinem Titel, den ich am Abschluss, wenn die Leute gehen, hast mir gesagt, wenn der Titel kommt, müssen damit die Leute gehen. Damit sie gehen, du singst. Irgendwas war da. Ja, damit ja, sie gehen, singst du noch einen Titel. Ja. Ja, das ist ja. Ich finde, du gehst jetzt mal rüber in deine Deko und laberst dir nicht noch weiter. Nimmst deine Trompete mit, Mikro hast du hier, nimm mal ein Mikro mit. Du singst uns jetzt noch ein Lied, wie heißt das noch? Alles wird gut. Ja. Schöner Titel, ja, wahnsinnig schöner Titel. Meine Damen und Herren, Alles wird gut, singt jetzt Frank Zander. Wir verabschieden uns hier aus dem gastfreundlichen Maritimhotel in Bonn. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Im Anschluss an diese Sendung haben Sie noch den Trailer, wo wir dann sind, in Bremen. Auf Wiedersehen, es war nett hier. Schönen Dank an das Publikum, auch hier aus Dresdorf. Okay, okay, Leute. Beruhigt euch, ich kann euch eins versprechen. Es wird alles gut. Alles wird gut. Job ist futsch, die Frau ist futsch, zu essen ist nix da. Die Cola auf dem Küchentisch ist noch vom letzten Jahr. Die Müllabfuhr hat aus Versehen das Bluesmobil entsorgt. Und keinen gibt es, der dir etwas beugt. Hey, Falten bügeln, Haare striegeln, sei ein Optimist. Lass dich nicht so hängen, wenn du auch der Letzte bist. Die Struktur der Konjunktur, die sieht zwar finster aus, doch morgen kommt die Sonne wieder raus. Alles wird gut, alles wird gut. Oh, alles, ja, alles, oh, alles wird gut. Oh, alles wird gut, alles wird gut. Das Brett, auf dem wir stehen, auch wortlich und porös. Deshalb, alter Knabe, werden wir doch nicht nervös. Wir schaffen wie die Affen neue Freizeitheime ran, damit hier jeder richtig feiern kann. Nur nicht klagen, nicht verzagen, Hemdchen, Ärmel hoch. Wir riesen uns die Wiesen und dann stopfen wir das Loch. Der Aufschwung steht doch vor der Tür, man lässt ihn nur nicht rein. Doch morgen, da wird alles besser sein. Oh! Alles wird gut. Alles wird gut. Oh, alles, ja, alles. Und alles wird gut. Oh! Trompetchen? Gut machst du das. Komm, du schaffst es, komm, komm. Alles wird gut, alles wird gut. Oh, alles, ja, alles, oh, alles wird gut. Werden sich auch Wassermassen durch den Ruhrpott wälzen, wenn das Klima sich erhitzt und Grönlands Berge schmelzen. Teilen sich auch zig Milliarden Menschen eine Puppe, Suppe. Das ist doch kein Ding mehr, das ist völlig Schnuppe. Alles wird